Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit dem Review zu dem kommenden Drachen Structure Deck Rise of the True Dragons. Schauen wir uns das mal kurz an. Wird am Donnerstag rauskommen. Wie immer erhältlich im Funtime in München. Und Alleinzelkarten dazu könnt ihr online beim Zombie Zocker finden. Wie ihr wisst, in 2 Wochen ist EM, steht kurz vor der Tür. Theoretisch jetzt dieses Drachen Structure Deck. Das Einzige, was womöglicherweise das Meta beeinflussen könnte. Ansonsten würde es immer noch gleich bleiben. Aber wir werden mal schauen, ob da Karten drin sind, die meta-relevant sein könnten werden. Der Lion Demonier arbeitet gerade an ein paar Decklisten. Also falls er das hinbekommt, werden wir euch noch ein paar, wie nennt man das, nicht Deck-Profiles, aber so mögliche Decks, Deck-Tipps geben. Einmal mit, wie man das am besten aus 3 Structure Decks baut, für die Anfänger und so. Da werden wir öfters gefragt und dann nochmal eins mit meta-relevanten Karten aus Boostern und so. Aber wie gesagt, hängt von dem Lion Demonier ab. Wenn er zu viel leidet, dann nicht. Aber schauen wir uns mal das Deck an. Hat 41 Karten. Ungerade Zahl, gefällt mir nicht. Aber hat auch noch einen Token. Der sieht ganz cool aus. Ansonsten, wie ihr hier sehen könnt, 5 neue Monster. Und 2 neue Zauberkarten, die werden wir uns genau anschauen. Der Rest sollte eigentlich jedem bekannt sein. Keine interessanten Reprints dabei. Möglicherweise vielleicht Needlebug Nest, weil nach der EM wird es nur so von Minervas wimmeln. Also danach könnte Lightsworn wieder was werden und dann könnte die wieder gefragt werden. Fangen wir mal an, da haben wir als erstes Arcbrave Dragon, ein Lichtdrache. 7 Sterne, 2-4 ATK, 2000 Def. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof kommt, das ist das Thema von dem Structure Deck, das haben mehrere jetzt diesen Effekt, dann kannst du so viele offene Zauber und Fallen, die dein Gegner kontrolliert, wie möglich verbannen. Und falls du dies tust, erhältst du für jede dieser verbannten Karten 200 ATK und 200 Def. Hab zuerst gelesen für jede Zauber- und Fallenkarte, also dann wäre es nicht schlecht gewesen, so weiß ich nicht, naja. Und Armabgur Spielzug während deiner Standby Phase. Falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie im letzten Spielzug dorthin gelegt wurde, kannst du ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 in deinem Friedhof wählen, außer halt den Arcbrave Dragon selbst, und dann kannst du das Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Ist ein bisschen langsam und man braucht halt Setup, aber sagen wir mal, man will zum Beispiel mit Layla 3 Monster, den und noch einen Drachen, dann kann man den nächste Runde theoretisch einen Drachen beschwören. Dann haben wir Divine Dragon Lord Felgrand, auch Licht, auch Drache, der ist jetzt Level 8, 2,8 ATK, 2,8 Defense. Der hat auch einen Effekt, der sich aktiviert, wenn er aus dem Friedhof gespecialt wird. Und zwar kannst du dann ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert oder das sich in seinem Friedhof befindet. Und das kannst du dann banishen. Und falls du dies tust, erhält diese Karte ATK und Defense in Höhe der Grundstufe bzw. Grundrangs des verbannten Monsters mal 100. Also erinnert mich an so eine Art Dark Destroyer. Specials ihn halt in der gegnerischen Runde, zum Beispiel durch Call, kannst ein Monster vom Gegner schießen, das wird sogar gebanished und dann wird er auch noch geboostet mit ATK und Defense. Und falls diese Karte ein Monster vom Gegner durch Kampf zerstört, kannst du ein Monster vom Drache der Stufe 7 oder 8 im Friedhof wählen und es spezialbeschwören auf deine Seite. Der ist nicht schlecht, denke mal, das Bossmonster vom Deck würde man wahrscheinlich dreimal spielen und ein Deck um ihn herum bauen. Also das waren die 2 Bossmonster sozusagen. Jetzt kommen so 2-3 Unterstützungsmonster. Dann wäre als erstes Dragon Knight of Creation. Level 4, Licht, wieder Drache. 1,8 ATK, solide. 600 Def, interessiert keinen. Und sein Effekt ist, erhöhe die Stufe dieser Karte nur während des Spielzugs seines Gegners um 4. Okay, weiß jetzt nicht, wofür das relevant sein sollte. Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, kannst du ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 von deinem Deck auf den Friedhof legen. Und dann kannst du eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 in deinem Friedhof wählen. Das ist wahrscheinlich das, was du gerade hingelegt hast in den Friedhof. Dann musst du ihn selber noch auf den Friedhof legen und dann kannst du das Monster, das du gewählt hast, spezial beschwören. Und dann aktivieren sich natürlich die Effekte von denen, die du aus dem Friedhof specials. Ist okay, ist halt minus 1, wenn du einen abwirfst, aber kommt drauf an, wie man das Deck kombiniert. Da kann man vielleicht
Karten abwerfen, die man abwerfen will. Zum Beispiel mit Blue Eyes diese Steine. Schauen wir mal, was Munir sich da einfallen lässt. Dann als nächstes haben wir Paladin of Felgrand. Der ist jetzt Licht Up Warrior. 1,7 ATK auch solide. 300 Def wieder irrelevant. Falls diese Karte genommen oder gespecialt wird, kannst du diese Karte mit einem Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 von deiner Hand oder deinem Deck ausrüsten. Und solange diese Karte ausgerüstet ist, bleibt sie von Effekten von anderen Monstern unberührt. Du kannst ein Monster und diese Karte als Tribut anbieten und dann ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 in deinem Friedhof führen und spezial beschwören. Also schon mal ein bisschen schlechter als der davor. Eine Handkarte abschmeißen ist leichter zu erfüllen, als jetzt noch ein anderes Monster zu opfern. Aber ich habe mir vorhin schon mal die Spielfeldzauberkarte angesehen, also da geht schon was. Dann haben wir das letzte Monster, Guardian of Felgrand, auch Warrior. Der hat jetzt 500 ATK, 500 Def, Level 4. Und falls diese Karte genommen oder gespecialt wird, kannst du diese Karte mit einem Monster vom Typ Drache, der Stufe 7 und 8, von deiner Hand oder von deinem Friedhof diesmal ausrüsten. Und diese Karte erhält ATK und Defense in Höhe der Hälfte der ATK und Defense des Monsters, mit dem du es ausgerüstet hast. Und du kannst ein Monster und diese Karte wieder als Tribut anbieten und dann ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 oder 8 in deinem Friedhof wählen. Und das natürlich spezial beschwören. Also fast identischer Effekt wie der davor. Nur der andere kann halt aus dem Deck ausrüsten, was halt tausendmal besser ist. Dann kommen wir zu der Zauberkarte. Ich sehe gerade, das ist eine permanente Zauberkarte und keine Spielfeldzauberkarte. Also natürlich ein bisschen schlechter dadurch, weil es nicht mit Terraforming super ist. Das heißt die Runes of the Divine Dragonlords. Falls ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen werden, außer vom Friedhof, solange du ein Monster vom Typ Drache der Stufe 7 und 8 kontrollierst, die Effekte der offenen als Spezialbeschwörung beschworenen Monster werden bis zum Ende des Spielzugs annulliert. Also so eine Art Lose One Turn für deine eigenen Monster. Negiere alle gespecialten Effektmonster von dir selbst. Außer die, die vom Friedhof kommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schauen wir mal, ob dieser Nachteil sich durch einen guten Vorteil wieder ausgleicht. Und zwar einmal pro Spielzug. Du kannst eine andere offene Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Höchstwahrscheinlich immer die Ausrüstung von den zwei Paladins. Und dann kannst du eine Drachenherr-Spielmarke Typ Drache Licht, Stufe 1, 0 ATK, 0 Defense, spezial beschwören. Die kann man dann mit den Paladin-Effekten, Tributen und dann deren Effekt aktivieren. Und falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, kannst du ein Monster vom Typ Drache, 7 oder 8 wieder von deiner Hand abwerfen oder von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Dann kannst du die Zauberkarte von deinem Friedhof zurück auf die Hand holen. Bin nicht wirklich begeistert von dem Effekt. Schauen wir uns noch die letzte Zauberkarte an, Gospel of Revival. Normale Zauberkarte, wähle ein Monster vom Typ Drache, Stufe 7 und 8 wieder, im Friedhof. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Falls ein oder mehr Monster vom Typ Drache, die du kontrollierst, durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden würden, kannst du stattdessen diese Karte vom Friedhof banishen. Die ist ziemlich gut, aber die ist halt unabhängig von dem Deck und vom Themendeck gut. Kann man auch im Blue jetzt spielen, aber an sich das Thema. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hab's noch nicht in Action gesehen. Schauen wir mal, was Munir macht. Aber jetzt so auf den ersten Blick nicht wirklich begeistert davon. Die letzten paar Structure Decks waren auf jeden Fall bei weitem stärker. Also das war das Deck. 5 neue Monster, 2 neue Zauberkarten. Die interessanteste, die Gospel Zauberkarte. Der Rest ist für mich eher naja. Aber ihr könnt wie immer unten in den Kommentaren hinterlassen, was ihr von den Karten haltet. Spielt ihr das Deck? Kennt ihr das Deck? Habt ihr eine gute... guten Bild dafür. Werdet ihr euch das Deck holen? All dies, das, wie immer unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video und hoffentlich auch bald mit Munirs paar Decklisten. Und bis dahin, leidet nicht. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Karten... Bereich und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite, dort findet ihr täglich neue News, zum Beispiel vielleicht von Terminen für neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann, vergiss nicht immer Yu-Gi-Oh! Serious Business.